Es ist eine wunderbare Verbindung. Der Attersee im oberösterreichischen Salzkammergut und die ihn umgebenden Berge. Eine Landschaft, die seit jeher die Künstler in ihren Bann zog. Ein herrliches Ziel für Wassersportler. Für Bergbegeisterte. Und auch die Heimat bekannter Sportler. Ja, ich bin ja schon sehr viel in der Welt unterwegs, habe schon viele Gegenden gesehen, aber da am Attersee, da fühle ich mich jetzt wirklich daheim. Lautlos gleitet die ehrwürdige Lisa über den Attersee nach Weißenbach. An Bord des alten Holzschiffes ist eine berühmte Alpinistin, Gerlinde Kaltenbrunner, die erfolgreichste Höhenbergsteigerin der Welt. Die erste und immer noch einzige Frau, die alle 14 Achttausender-Gipfel dieser Erde ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen hat. Seit über 3 Jahren wohnt sie am Attersee. Die Kombination Berg und See, das ist für mich schon was Besonderes und habe auch wirklich das Gefühl, da jetzt echt angekommen zu sein. Gerlinde Kaltenbrunners Lebens- und auch heutiger Tourenpartner ist Manfred Jericher. Seit 2 Jahren ist auch er am Attersee zu Hause. Der spezielle Reiz ist, dass man alles hat. Man hat den See, der wunderschön ist, der traumhaft liegt, die Natur, die Berge. Hoch über dem Attersee erhebt sich im Südosten das Höllengebirge. Ein mächtiger Bergstock aus Wettersteinkalk. 17 Kilometer misst er von Ost nach West, 11 Kilometer von Nord nach Süd. Mit einem ausgedehnten, durchschnittlich 1600 Meter hoch gelegenen Plateau und dem großen Höllkogel als höchstem Punkt, 1862 Meter hoch. Von Weißenbach am Südufer des Attersees steigen Gerlinde und Manfred den gut markierten Wanderpfad hinauf. Sie wollen eine Tour durch den westlichen Teil des Höllengebirges unternehmen. Vom Schoberstein bis zum Brunnkogel. Eine rund 6 Stunden lange, aber unschwierige Bergwanderung. Der Reiz im Höllengebirge liegt vor allem daran, dass man wirklich nur ganz einsam unterwegs sein kann. Das kann man zwar an den hohen Bergen natürlich auch. Und da ist halt die Gegend sehr viel lieblicher. Und mittlerweile bin ich mit dieser Bergwelt schon sehr vertraut und kenne, glaube ich, schon sehr viele Steige und Wege, abseits vielleicht auch der Normalwege. Nach einer guten Stunde Aufstieg durch den Wald ist der kleine Schoberstein der erste Gipfel, den Gerlinde und Manfred mitnehmen. In den steilen Felswänden gleich unterhalb des Schobersteingipfels sind gerade 2 Männer unterwegs. Genauer gesagt auf dem Madelgupf-Klettersteig, einer luftigen Ferrata, hoch über dem Attersee. Vom Süden des Sees aus Unterrach kommt Werner Schnetzer. Er hat den Klettersteig 2012 mitgebaut. Ja, wir haben die Wand ausgesucht, weil die weiße Wand was ganz was Besonderes ist. Die hängt mit über 15 Meter über und das wollte man mit einbauen. Die weiße Wand ist eine imposante Felsmauer, an deren linkem Rand die Linie des Klettersteigs nach oben zieht. Eine steile und ausgesetzte Kletterei. Gleich von Beginn an geht es fast senkrecht hinauf. Absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind ein Muss.
Die Temperaturen haben wir seit perfekt erwischt. Werner Schnetzers heutiger Bergkamerad ist Paul Hofstetter, ein versierter Kletterer aus Steinbach, der den Madelgupf-Klettersteig auch bestens kennt. Es sind immer wieder schöne Stühle. Rausgekommst. Herrlich. Für die beiden Könner ist die Kletterei ein Genuss. Aber für weniger erfahrene Klettersteiggeher sind die Anforderungen hoch. Ich würde nicht als Anfänger das beginnen, sondern sagen, er hat 1200 Meter Seillänge, wir sind 600 Höhenmeter und ist doch durchaus fordernd. Wir haben 3 bis 4 Stellen, die ein bisschen kniffliger sind, die können wir durchaus mit dem bewerten. Also für einen, der das nicht geübt hat, würde ich das nicht empfehlen. Für einen gut trainierten, der schon ein paar Steige gemacht hat, ist das ein idealer Platz und eine ideale Gegend. Schwierigkeitsgrad D. Das bedeutet bei Klettersteigen absolut senkrechtes, oft auch überhängendes Gelände, meist sehr ausgesetzt. Viel Kraft in den Armen und Beinen ist nötig, um solche Passagen zu meistern. Der Madelgupf-Klettersteig ist durchwegs gut versichert, mit einem dicken Stahlseil und vielen Trittbolzen. Aber man muss auch wissen, es gibt keinen Notausstieg. Wer einmal einsteigt, muss bis oben durch. Der Madelgupf-Klettersteig wird da und dort ein bisschen unterschätzt, weil er doch schon ziemlich lang ist. An einem warmen Sommertag verlangt es schon eine gute Turmplanung und auch einiges an Kondition, damit man das Unternehmen erfolgreich abschließen kann. Werner Schnetzer kennt hier jeden Griff und Tritt. Er prüft und wartet die ganze Saison über seinen Klettersteig. Sicher, es ist viel Arbeit und du musst durchgehen, du musst wieder mal Eisen reparieren. Aber es ist einfach wirklich was Sinnvolles, was wir da in die Natur gesetzt haben und macht mir einfach jedes Mal wieder einen Spaß, da herum zu sein. Super kompakte Stühle. Aber er ist in einem guten Zustand. Bis zu 10.000 Begehungen pro Jahr. Der Madelgupf-Klettersteig erfreut sich großer Beliebtheit. Aber er ist noch nicht wirklich überlaufen. Angesichts der Steiglänge verteilen sich die Kletterer doch ziemlich. Kurz vor dem Finale nochmal eine Passage mit Schwierigkeitsgrad D. Dann ist, nach rund 3,5 Stunden Kletterei, das Ziel so gut wie erreicht. Vom Ausstiegspunkt sind es nur noch ein paar Schritte bis zum Gipfel des Madelgupfs. Gut 1260 Meter hoch. Er kann übrigens auch auf einem Wanderpfad bestiegen werden und bietet eine fantastische Aussicht auf den Attersee. Die natürlich auch bis nach Steinbach reicht. Ein schmucker Ort mit knapp 900 Einwohnern und ein Bergsteigerdorf. Eines von 27 in den gesamten Alpen. Die Philosophie der Bergsteigerdörfer heißt nachhaltiger Tourismus im Einklang mit unserer schönen Natur und vor allem die kulturelle Landschaft, was wir auch da pflegen. In Bezug auf die Berge heißt es, dass man einfach Naturschongebiete erhält, die technischen Erschließungen sich zurückhaltet, das nicht forciert und vor allem die gegebenen Sachen, was wir haben, alten Hütten einfach beibehaltet und sie auch pflegt. Auf der Seeseite des Höllengebirges, da gibt es keine Seilbahnen, sondern ist nur zu Fuß über die Wanderwege oder über Klettertouren oder Klettersteige erreichbar. Stefan Santer ist etwas oberhalb von Steinbach geboren und seit über 30 Jahren bei der hiesigen Bergrettung. Er ist tief mit den Bergen und der Region verwurzelt. Man geht auch ins Tal oben, ins See, aber das Schönste sind trotzdem die Berge und die Aussicht. Und das ist uns eigentlich in die Wiege gelegt worden. Die heimischen Berge sind für die Extremalpinistin Gerlinde Kaltenbrunner ein wichtiger Ort der Erholung.
Gerade wenn ich von langen Reisen zurückkomme oder Expeditionen, bin ich sehr gern gerade da in der Berggegend unterwegs und kann da schon wieder voll Kraft und Energie tanken. Und was mir besonders gut tut, ist, dass die Wälder auch relativ weit aufgehen. Also die sauerstoffreiche Luft in den Wäldern, da merke ich auch, dass das eine richtige Energiequelle ist. Das tut schon richtig gut und ist gleichzeitig ja, Ruhe- und Erholungsplatz in einem. Ja. Also der Weg, den wir heute gehen, der hat eine besondere Bedeutung für mich, weil genau auf dem Weg da hinauf haben wir uns wirklich gut kennengelernt. Und deshalb ist es ein ganz besonderes Gefühl, da jetzt hinaufzugehen. Die Berge begleiten mich wirklich schon seit frühester Kindheit und sind immer wichtigerer Bestandteil geworden in meinem Leben. Ich habe einfach gemerkt im Laufe der Jahre, dass ich vor allem in den Bergen totale Ruhe finden kann, dass ich da ganz zu mir komme, ganz im Jetzt sein kann. Und das hat sich wirklich verstärkt und möchte ich nicht missen. Wenn ich am Berg unterwegs bin, mich verbinde mit dem Berg und mit der Natur, dann kann ich ganz eintauchen und ganz da sein. Und da kommen dann auch oft immer wieder ganz neue Ideen hervor, wenn ich vom Berg zurückkomme. Und das macht es für mich als Gesamtes ganz besonders wertvoll für mein Leben. Gerlinde und Manfred haben den Dachsteinblick erreicht. In südlicher Richtung lässt sich in der Ferne der hohe Dachstein erahnen. Es ist echt noch viel Schnee drüben am Dachstein. Im Norden fallen die Felsen steil ab. Und an ihrem Fuße breitet sich die lieblichere Kulturlandschaft aus. Die gepflegten Wiesen und Felder sind das Ergebnis einer sorgfältigen, jahrtausendealten Bewirtschaftung. Und seit 2012 ist das Gebiet zwischen Attersee und Traunsee ein Naturpark. Boulderer, Künstler, Sportstars. Sie alle schätzen den Attersee und seine Berge. Skisprunglegende Andi Goldberger ist auf dem Mountainbike und im Wildwasser unterwegs. Damit geht's gleich weiter. Über 70% des Naturparks Attersee sind bewaldet. Man spricht hier auch vom Waldkammergut. Und kaum einer kennt es so gut wie Leopold Putz, ein Förster mit Leidenschaft. Der Wald ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich lebe für den Wald und der Wald ist für mich ein Lebenselixier. Das brauche ich und vergunne ich mir fast jeden Tag. Ich bin schon als Förster geboren sozusagen. Mein Vater, meine Großeltern, beide Großväter waren alle Förster. Und wenn man da irgendwo reinsticht, kommt es wahrscheinlich grün aus und nicht rot. Da sehen wir jetzt den Tafelklausee, ein Naturjuwel. Aber trotzdem vom Menschen gemacht. Früher war die Trift die übliche Holztransportweise. Das Holz ist ins Wasser geschmissen worden, das Wasser hat das Holz weiter transportiert. Damit da ein gescheiter Wasserschwall entsteht, hat man das Wasser zurückgestaut in einer Klause, Tafel Klaus See, die Klause, und hat einen künstlichen See geschaffen, den man von Zeit zu Zeit abgelassen hat und auf die Art und Weise das Holz ins Tal transportiert. Ja, Waldkammergut, offiziell heißt die Region Salzkammergut, aber Forst und Salz haben extrem viel miteinander zu tun, weil für die Salzwirtschaft einfach als Ressource das Holz unerlässlich war. Die waldreiche Berglandschaft und den See. Beides wollen nun diese beiden Sportler erleben. Mountainbike-Guide Bettina Ratzinger und ihr prominenter Gast, Skisprungstar Andi Goldberger. Er ist unweit des Attersees zu Hause.
Man ist in der ganzen Welt eigentlich früher unterwegs gewesen und daheim kennst du ja vor allem gar nichts aus. Und ich versuche, seit ich mit der Skisprungkarriere aufgehört habe, eigentlich schon die Heimat mehr zu erkunden, eben zu Fuß oder mit dem Radl. Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt noch viel zu erkunden. Deshalb hat sich Andi heute Bettina als ortskundige Begleiterin geholt. Sie kennt das Wegenetz rund um den Attersee wie ihre Westentasche. Genau. Bei uns im Attersee haben wir recht homogene Touren. Jetzt nichts Brutales von den Anstiegen her, sondern viel familientaugliche Forststraßentouren. Ich würde es als Genussbiken bezeichnen. Andi und Bettina machen eine für die Attersee-Region typische Bike-Tour. Ja, das Mountainbiken gehört schon zu meinen Favoriten dazu. In der Natur, in die Forststraßen oder im Wald oder auf die Berge, das taugt mir doch ein wenig mehr. Und man kommt halt wohin, wo du sonst nicht so hinkommst. Und es ist auch so, dass immer wieder neue Wege ins Netz aufgenommen werden. Wir fahren ja nicht dort wild wo rein, sondern wir fahren ja dort, wo man fahren darf. Ich schaue schon eher, dass ich Genuss radel, aber es kommt der Sportler wieder oft genug durch. Das habe ich irgendwie drinnen, aber ich bin immer so fanatisch, dass ich unbedingt die Erste sein muss. Wir wohnen da, wo viele Leute Urlaub machen und das ist unser großes Privileg und das sollte man eigentlich einmal schätzen lernen. Gemeinsam kommen Andi und Bettina auf dem Garberg an. Ein herrlicher Aussichtspunkt, hoch über dem Attersee. Du warst da noch nie herum? Nein, da war ich nie. Schau, die sind ja da fast bis heim. Ich bin im Flachland aufgewachsen und bin trotzdem gerne in die Berg, aber nicht so eingängig. Was mir einfach so wahnsinnig taugt, wenn du wo auf einem Berg oder auf einen Hügel aufgehst und oben schaust und es ist unten ein See, ein Wasser da. Ein Ausklang, der passender nicht sein könnte. Vom Berg direkt aufs Wasser. Zweifellos ein herrliches Gesamterlebnis. Dieses wussten einst schon berühmte Künstler zu schätzen. So wie der Komponist Gustav Mahler. Stundenlang ließ er sich über den Attersee rudern und von der Landschaft inspirieren. Der gestresste Städter Mahler liebte den Attersee und die umliegenden Berge als Rückzugsort. 1893 kam er erstmals nach Steinbach, wohnte im Gasthof zum Höllengebirge und ließ hier, ein Jahr später, sogar ein Komponierhäuschen errichten. Es gehört heute Georg Föttinger und wird von ihm liebevoll gepflegt und erhalten. Gustav Mahler brauchte zum Komponieren absolute Ruhe. Gleichzeitig wollte er der Natur möglichst nahe sein. Deswegen vereinbarte er mit meiner Urgroßmutter damals den Bau dieses Komponierhäuschens direkt am Wasser. Drei Sommer lang arbeitete Mahler in dem Pavillon. Die herrliche Gegend beflügelte seine Kreativität. Der See hat eine eigene Sprache. Er redet mit mir. Wenn ich den See höre, komponiert es sich so leicht. Die Natur, das Wasser, die Kombination zum Berg war eine gewaltige Inspirationsquelle für Gustav Mahler. Er schuf hier die ganz großen Symphonien, nämlich die zweite und die dritte Symphonie und viele Lieder, die heute auf der ganzen Welt gespielt und gesungen werden. Mahlers Hauptthema war das Lebensende. Aber auch die Beziehung zur Natur, die Berge und das Wasser. Mahlers Musik ist eng mit dieser Landschaft verbunden. Und wie sagte er einst zu einem Besucher, als sie gemeinsam auf das Höllengebirge blickten? Sie brauchen gar nicht mehr hinzusehen. Das habe ich schon alles wegkomponiert.
Gustav Mahler beliebte zu scherzen. Das Höllengebirge steht noch. Und auf dessen Hochplateau wandern Gerlinde Kaltenbrunner und Manfred Jericher. Gut die Hälfte ihrer Tour haben sie mittlerweile absolviert. Wenn ich am Berg unterwegs bin und das hat nichts mit der eigentlichen Höhe des Berges zu tun, dann spüre ich eine ganz tiefe innere Freude. Also das sind immer wirklich sehr intensive, sehr bewegende Momente und im Laufe der Jahre ist das mehr und mehr in eine große Dankbarkeit übergegangen, dass ich das überhaupt alles so erleben und leben und erfahren darf. Ein markantes Felsenfenster ist in der Ferne zu sehen. Das Teufelsloch oder wie es hier heißt, Teufelsluka. Der Sage nach wohnte nämlich einst in Steinbach eine Pfarrersköchin, die so streitsüchtig war, dass sie schließlich der Teufel holte. Noch in der Luft stritt sie mit ihm, bis er mit ihr hoch oben im Höllengebirge durch den Berg fuhr und dabei das Teufelsloch aufriss. Von den Bergen habe ich schon sehr viel gelernt und eins ist für mich besonders entscheidend gewesen und immer noch, dass ich da wirklich mit Respekt, Achtsamkeit und wirklicher Demut unterwegs bin. Das habe ich schon an den hohen Bergen sehr stark erlebt, also, weil ich da echt so das Gefühl gehabt habe, dass ich ein ganz winziger Punkt bin. Und was ich auch immer mehr verstanden habe, ist, dass wirklich die Natur die Rahmenbedingungen vorgibt, in denen wir uns bewegen dürfen. Das Wetter scheint umzuschlagen. Es regnet ein wenig und die Sicht wird zunehmend schlechter. Eigentlich ist es fast schade, heute noch bis zum Brunnkogel zu gehen, der ja für seine Aussicht berühmt ist. Gerlinde und Manfred beschließen, ihren Tourenplan zu ändern. Sie wollen im Hochleckenhaus übernachten und erst morgen zum Brunnkogel wandern. Auch wenn am Abend die Sonne doch noch die Wolken vertreibt. Ein neuer Tag. Die Morgensonne strahlt über die Felswände des Höllengebirges. Und auch am Fuße der Berge im Tal zwischen Weißenbach und Steinbach und im Wald versteckt, spielen Felsen eine wichtige Rolle. Beim Bouldern. Dabei geht es nicht um das Bezwingen einer Wand oder eines Gipfels, sondern darum, ganz bestimmte, sehr knifflige Kletterprobleme zu lösen. Das Bouldergebiet Forstamt ist 2003 von uns entdeckt worden. Es stammt aus unserem Felssturz vom Höllengebirge, aber hat um die 130 Boulderblöcke, 300 Boulderprobleme von ganz leicht für Anfänger bis schwer für extrem. Also es ist für jeden da was dabei einfach. Martin Schmeisser kommt aus Unterrach am Attersee. Das Boulderrevier liegt fast direkt vor seiner Haustür. Und es bietet eine enorme Vielfalt. Es umfasst eigentlich alle Klettereien, Anfang von Platten bis Risse, Überhänge. Es ist einfach voll super da, weil es familienfreundlich ist und man kann wirklich mit den Kindern herkommen, man kann da einen gemütlichen Tag verbringen und einfach relaxed bouldern und klettern gehen. Auch Martins Kinder, Leo und Julia, sind heute dabei. Mit Freude und Ehrgeiz. Manche Felsblöcke sind echte Grenzerfahrungen. Das gilt für den Nachwuchs und auch für die Könner. Starts ganz unten da, ja. Auf dem Weißen da. Dann machst du da auf einen Riss entlang ein paar so Kreuzzüge. Nimmst den Riss mit links ganz oben. Martins Kumpel Finz probiert den Block und die Route zum ersten Mal. Eine echte Herausforderung. Muss genug Platz für den Tank, dass ich mit der linken dann ganz aufgehen kann.
Ja, genau, die zwickst jetzt. Genau. Nimm die Leisten, die kleine, nicht dazwischen ein bisschen. Und jetzt komm, nimm Schwung. Ah, ja, das ist. Das ist schon nochmal besonders. Ja. Als Lokalmatador kennt Martin hier jeden Griff und jeden Zug. Die Felsen vom Revier Forstamt sind eine echte Spielwiese für alle Boulder-Fans. Sauber. Super. Super. Und neben all den Routen und Linien lockt hier nur wenige Gehminuten entfernt noch ein besonderes Plus. Das Beste an dem Bouldergebiet da am Wattensee ist einfach das, dass man nach der ganzen Anstrengung einfach in den See hupfen kann und sich abkühlen kann. Fast 19 Kilometer lang ist der Attersee und zwischen 1,2 und 3,5 Kilometer breit. Damit ist er der größte See Österreichs, der ganz innerhalb der Landesgrenzen liegt. Und er ist tief, rund 170 Meter. Und dank seines extrem klaren, türkis schimmernden Wassers, das Tauchparadies in Österreich. Gespeist wird der See von mehreren Zuflüssen. Auch von den Wassern des rauschenden Gimbachs auf der Südseite des Höllengebirges. Der Gimbach ist Spielplatz für ein feuchtes Bergabenteuer. Wandern mit der Taucherbrille. Wandern mit der Taucherbrille ist im Prinzip genau das, was es sagt. Und zwar, wir gehen wandern und haben unsere Taucherbrille mit. Geht prinzipiell ab 8 Jahren bis 99. Und im Prinzip ist es nichts anderes als wie eine geführte Schnorcheltour in Gebirgsbächen. Der Gimbach ist mit seinen Kaskaden ein spannendes Revier. Und im eiskalten Wasser mit dabei ist wieder Skisprungstar Andi Goldberger. Oh. Sensationell, ich habe das noch nie gemacht in meinem Leben vorher. Heute das erste Mal und muss sagen, ich bin wirklich begeistert, was man da eigentlich alles erleben kann, wenn man da im Bach schnorchelt, ein bisschen taucht, einhupft, eigentlich wirklich den natürlichen Lauf des Baches mitnimmt und da oben wandert und eigentlich unberührte Landschaft hat, das ist schon ganz was Klasses. Trotz Neoprenanzug. Das Ganze ist schon ein echt erfrischendes Erlebnis. Natürlich darf man nicht alles tun, was man will als Sportler. Und deswegen genieße ich jetzt die Zeit nach dem aktiven Wettkampfsport schon. Ich mache jetzt viele Sachen, was ich früher nicht tun dürfen oder tun soll nicht. Ich wohne nicht weit weg da, ich kenne das Weißenbach da. Eigentlich vom Radlfahren her sehr gut, aber diesen Gimbach da und da einer, das war für mich absolutes Neuland. Und ich muss sagen, also man bereist die Welt und daheim kennt man sich nicht einmal aus. Das ist eigentlich schon ein wenig peinlich. Gell? Vom Kletterabenteuer bis zum weltberühmten Maler. Rund um den Attersee gibt es noch einiges zu entdecken. Und Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner ist auf neuen Pfaden unterwegs. Gleich geht's weiter. Das klare Wasser aus dem Höllengebirge ist der wichtigste Rohstoff für diese Köstlichkeit. Und besonders schmeckt sie nach einem intensiven Naturerlebnis. Jetzt kommen die Mineralstoffe. Ja, ja, sehr unsere Spezialität, Dörzwetschgenbier. Prost. Gebraut von Mario Schreckenberger. Oder soll man besser sagen, geschmiedet? Ja, mein Großvater war der Hufschmied da bei uns in Steinbach. Und der Schmied und der Bierbrauer sind zwar ganz alte Handwerksberufe. Wir brauen nach handwerklicher Tradition. Und der Schmied war halt ein sehr kraftvoller Beruf und wir machen wirklich charaktervolle Biere. Und so bin ich halt vom Hufschmied zum Bierschmied geworden.
Weil ich bereite jetzt gerade die Dörrzwetschgen vor fürs Dörrzwetschgenbier. Wir haben sehr viel Zwetschgenbaum noch, auch bei uns daheim oder beim Bauern oben. Und die Spezialität ist, dass diese Dörrzwetschgen aus der Dörrhütte kommen. Also jetzt versuchen wir halt, dass wir diese rauchige Note und die fruchtige Note ins Bier reinzaubern. Ohne dass es ein Fruchtsaftel wird, sondern ein süffiges Bier bleibt. Ganz wichtig beim Bierbrauen ist die richtige Malzmischung. Mit dem Malz bestimme ich die Vollmundigkeit und die Farbe von dem Bier. Und das geschrotete Malz nachher braucht man dann zum Einmischen. Nach dem Einmischen sind noch einige Arbeitsschritte nötig, bevor Mario Scheckenberger nach rund einer Woche erstmals das Jungbier probieren kann. Wie dabei das Aromatisieren mit den Zwetschgen genau aussieht, das bleibt das Geheimnis des Braumeisters. Ja, jetzt sind wir beim Zwickelhahn. Das ist praktisch der Probehahn des Braumeisters. Da können wir jetzt sensorisch prüfen, ob der Gärverlauf sich so entwickelt, wie wir es haben möchten. Das dauert jetzt ein paar Wochen, bis das Bier nachher schlussendlich fertig ist. Schaut gut aus. Das Zwetschgenbier ist eine echte Attersee Spezialität, die es nirgendwo sonst in Österreich gibt. Im Hopfengarten treffen wir auch wieder auf Paul Hofstetter, den wir schon vom Madelgupf-Klettersteig kennen. In seiner Freizeit ist er meist am Berg unterwegs. Aber Paul hat noch eine zweite berufliche Leidenschaft. Er ist sozusagen ein Baumdoktor. Wir haben da jetzt eine wunderschöne Krone von einer uralten Edelkastanie. Ein Naturdenkmal. Das ist eins von den schönsten Postkartenmotive am Attersee. Und um den Baum kümmere ich mich schon seit einigen Jahren. Und da werden wir jetzt mal aufschauen. Die Aktion beginnt mit einem super präzisen Wurf. Und dann kann man nur mehr bestaunen, wie Paul die Seiltechnik im Griff hat. Und in Sekundenschnelle im Baum verschwindet. Das Schöne an der Arbeit ist auf jeden Fall, dass ich halt meine Leidenschaft zum Klettern bzw. zu der ganzen Seiltechnik in Kombination dann mit Bäumen, für die mich hier auch total begeistert, dass ich halt das kombinieren kann und auch genießen kann. Ja. Paul setzt seine alpinen Kletterkünste ein, um den Baum zu bewahren, der ihm schon seit seiner Kindheit am Herzen liegt. Mit dem Baum bin ich mehr oder weniger aufgewachsen. Also seit ich da in die Volksschule gegangen bin, jeden Tag beim Heimgehen halt vorbeigegangen. Im Herbst, dann, wenn halt die Maroni dann reif waren, sind wir wieder aufgegangen und haben uns da mühselig und stachelig die Maroni rausgekletzelt. Das ist jetzt cool, dass ich den Baum durch meine Arbeit so erleben darf. Ganz risikofrei ist die Kletterei nicht. Aber Paul will mit seinem Einsatz diese echte Baumpersönlichkeit vor zunehmenden Gefahren schützen. Dadurch, dass die Stürme bei uns immer mehr und immer heftiger werden, werden wir jetzt schauen, dass wir den Baum, die zwei Stämmlinge, so weit zusammenhängen, damit sie beim Sturm nicht auseinanderreißen können. Solche alten Riesen gibt es auch nicht mehr viel rund um den Attersee. Und sie haben halt landschaftlich und ökologisch schon sehr wertvoll. Jeder Baum ist ein Spender für frische Luft und speichert CO2 und bringt Früchte und macht ein angenehmes Klima. Jeder einzelne Baum ist total wichtig. An den Nordabbrüchen des Höllengebirges locken einige Kletterreviere mit teilweise bizarren Felsformationen. Die wohl spektakulärsten von ihnen sind die sogenannten Nadelspitzen. Rund 12 Meter hohe Felstürme aus Kalkstein, die durch Erosion entstanden sind. Sie sind heute das Ziel von zwei Hobbykletterern, von Beate Lindenbauer und Johann Resch. Die schmalsten Nadeln und Spitzen, die wir da rumstehen haben, ist ein bisschen ein Geheimtipp. Man findet da nicht leicht her, es geht auch kein Weg zu. Und mein Freund und ich, wir haben da die Erstbegehung gemacht von dieser mittleren, von der schmalsten Nadel. Und
die Platte wird da halt aufgeklettert. Ich werde jetzt auf die mittleren Nadelspitzen aufklettern, das erste Mal. Zum Absichern ist es so, also mit Friends sind zum Serverling. Wenn ich mir das anschaue, habe ich halt schon ein bisschen mulmiges Gefühl dabei. Also halt nicht gleich der Felsen entgegenkommt. Aber ja, werden wir mal schauen. Wird schon passen. Wahnsinn, da ist alles voll hohl uns draufgelupft. Ja, wo man hier steigt und hier greift. Okay. Da gleich mein Friend, he? Da geht's gut. Schwierigkeitsgrad ist ungefähr, ja, 6 minus, das ist jetzt nicht so schwer. Aber man muss halt jetzt hier aufpassen, weil es eben brüchig ist und ja, locker halt einfach. Nur gut 12 Klettermeter sind es bis zum obersten Punkt. Aber auf keinem einzigen Zentimeter ist dem Gestein wirklich zu trauen. Ja, es geht gut, aber man muss schon aufpassen, dass man angreift und wo man draufsteigt. Ich bin jetzt beim Felskopf und nicht zu viel angreifender, gell? Mach ich mal einen Stand. Ja, geil. Hansi hat Stand. Die letzten Züge. Dann hat es Beate geschafft. Der Standplatz ist winzig, aber die Aussicht ist echt voll riesig. Ganz ist die Zitterpartie aber noch nicht vorbei. Denn Beate muss noch ein Stück weit frei abklettern. Bis zur höchsten Sicherung. Okay, Beate, hoppi. Erst von dort kann sie sich sorgenfrei zum Boden abseilen. Jawohl, ja. Super, Beate. Ja, cool. Perfekt gemacht. Cool war's. Was sagst du? Ja, voll cool war's. Voll Gas. Aber man ist dann schon froh, wenn man wieder unten ist. Ja. Vor allem von dem Bruchhafen. Ja. So, dann werde ich da nochmal nachklettern. Das Zeug einsammeln, die Freunde. Außerdem möchte ich auch nochmal aufführen, einen Ausblick genießen. Johann entfernt nun noch alles Sicherungsmaterial. Denn die beiden Sportkletterer wollen an dem fragilen Fels natürlich keine Spuren hinterlassen. Sauber gelegt. Hängt ja mein Leben dran. Ein Freund, ein guter Freund. Was ist das? Das gibt auf der Welt. Also, wie meine Freundin die Erstbegehung gemacht haben, das war schon ein bisschen gruselig, weil, wenn schon mal einer oben war, dann weiß man ja, dass das geht und dass das hält. Aber es ist einfach der Gipfelaufbau, wenn du da auf die Felsen draufklopfst, das vibriert alles und ist hohl. Und ja, ich hab mir dann gedacht, scheiß drauf, jetzt steht der schon 1000 Jahre da, der wird mich ja wohl nicht aushalten. Und das war dann schon ein tolles Erlebnis. Bin oben! Auf einer Nadelspitze stehen und die Aussicht genießen. Wahrlich ein Höhepunkt, dem gleich noch eine Wohltat folgt. Denn Kletterschuhe sind nun einmal verdammt unbequem. Der Attersee tut wohl. Diese Erfahrung machte einst schon ein Mann, der nie geklettert oder auf Berge gestiegen ist. Der Maler Gustav Klimt. Mehrmals hat er den See gemalt. In Ausschnitten, abstrakt, intensiv. Ein berühmter Kritiker schrieb dazu: Ein Rahmen voller Seewasser.
Das ist das Gemälde am Attersee aus dem Jahr 1900. Und in diesem Bild, das gleich im ersten Jahr entstanden ist, an dem er das erste Mal am Attersee war, drückt sich absolut die Liebe und die Verehrung für diesen See auch aus. Gustav Klimt hat dann eigentlich in den folgenden Jahren 17 Sommer hier regelmäßig seine Sommerfrische verbracht und hat der Region in seinen Kunstwerken mit seinen Bildern mit über 40 Gemälden fast ein Denkmal in Bildern gesetzt, muss man sagen. Ja. Das Gustav-Klimt-Zentrum in Schörfling am Attersee dokumentiert heute das Leben und Werk des weltberühmten Künstlers. Das Museum liegt in direkter Nachbarschaft zu Schloss Kammer, auch eines der Motive von Gustav Klimt. Der See, die Region war für ihn Kraftort und Inspirationsquelle. Er ist aus dem heißen Wien geflüchtet und hat hier wahrlich Ruhe, Inspiration gefunden und unglaublich viele Motive, seien es jetzt die Wälder, die Wiesen, die Berge. Und da wurde der Attersee das inspirierende Thema in seinen Werken. Und egal, ob es jetzt eine kleine Wiesenlandschaft ist oder eine Berglandschaft, überall sieht man ein Detail des Sees auch durchschimmern. Lange Zeit seines Schaffens war Gustav Klimt der Porträtist der Wiener Gesellschaft. Erst am Attersee begann er damit, Landschaften zu malen. Der See war Klimts Sehnsuchtsort. Hier fand er eine tiefe Verbundenheit mit der Natur. Er berichtet selber in seiner Korrespondenz, dass er um 6 Uhr in der Früh aufgestanden ist, ein Seebad genommen hat, durch die Umgebung gewandert ist, auf den Garberg hinauf, am Ufer des Sees entlang. Also er hat wirklich diese Landschaft in seinen Werken verewigt. Ein glücksspendendes Yoga-Mantra erklingt droben im Höllengebirge. Bei Gelinde Kaltenbrunner und Manfred Jerricher. Yoga gehört für mich zum täglichen Morgenritual dazu. Gerade in der Früh am Berg Yoga zu machen, ist für mich ganz was Besonderes. Womöglich zu Sonnenaufgang, da spüre ich die Energie schon ganz besonders fließen. Und kann mich da optimal vorbereiten für den Tag, der vor mir liegt, gerade bei einer Bergtour, um noch stärker die Verbindung zur Natur, zum Berg wahrnehmen, aufnehmen zu können. Also da gibt es mir ganz besonders viel. Für Gelinde ist Yoga ein neuer und wichtiger Lebensinhalt, dem sie durch ihren Partner Manfred näher kam. Yoga stärkt die innere Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit. Dadurch ist jeder Weg, den man in der Natur geht, natürlich auch ganz intensiv. Und wenn ich dann unterwegs bin, dann sehe ich ganz einfach, was da alles los ist. Mit geschärften Sinnen und extrem entspannt wandern die beiden weiter. Das mächtige Massiv des hohen Dachsteins erscheint heute zum Greifen nah. Das Höllengebirge ist für Bergsteiger und Wanderer bestens erschlossen. Mit einigen Berg- und Almhütten und einem umfassenden Wegenetz. Ich kann mich sehr intensiv anstrengen und trotzdem noch Freude dabei empfinden. Und das habe ich auch bei den Expeditionen. Und ich glaube, wenn ich das nicht von Anfang an gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht immer wieder aufgebrochen. Klar, ich habe mir immer wieder aufs Neue ein Ziel gesetzt und wollte das Ziel unbedingt erreichen, nämlich einen hohen Berg zu besteigen. Aber wenn ich es nicht geschafft habe, dann war es für mich trotzdem auch immer eine erfolgreiche Expedition. Und mein höchstes Ziel habe ich erreicht, nämlich gesund unten ankommen. Wenn ich am Berg bin und jetzt da speziell da in der Heimat am Brunkogel am Berg, geht es mir immer ganz besonders gut. Das erfüllt mich mit ganz tiefer Freude und Dankbarkeit, dass ich da daheim sein darf. Das Ziel der Wanderung ist erreicht. Der Gipfel des Brunkogel.
1708 Meter ist er hoch und wahrlich kein Gigant. Aber auf ihm steht eines der größten Gipfelkreuze Europas. Ein echtes Kunst- und Meisterwerk. Kriegsheimkehrer aus dem Aurachtal haben hier nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Gipfelkreuz aufgestellt. Mit typischen Gewerken aus der Gegend und als Dank für die Heimkehr. Mit den gleichen Motiven wurde dann 2013 das heutige moderne Kreuz errichtet. Ja, ich bin hierher gekommen, habe mich in diese Gegend sofort verliebt. Und wenn ich dann da sitze und da rundherum schaue, an den Attersee sehe, weiß ich, warum ich mich verliebt habe. Der Brunkogel ist im Höhlengebirge sicher einer der schönsten Aussichtsgipfel überhaupt in alle Richtungen. Ob man jetzt da zum Dachstor umschaut oder auch hinter uns dann der Traunstor. Es ist wirklich in alle Richtungen wunderschön und natürlich immer wieder mit Blick zum Attersee runter. Das ist halt das ganz Besondere, das Wasser dazu. Steile Felsen, tiefe Wasser. Ja, es ist eine wunderbare Kombination. Der Attersee und seine Berge.